Hallo ihr Lieben, das ist jetzt der dritte Versuch. Ich wünsche euch einen wunderbaren Jahresstart in dieses wundervolle neue Jahr 2022 und uns allen ein, ja, ein bezauberndes, wunderbares, kraftvolles Jahr. Aber darüber, wie gesagt, darüber wollte ich sprechen, aber es hat sich mir ein anderes Thema gezeigt, worüber ich sprechen soll. Und zwar in Verbindung mit einer eigenen gemachten Erfahrung. Und die war so deutlich, dass ich das hier mal darüber sprechen möchte, zumal darüber nicht so oft gesprochen wird, ne? Ihr kennt aus meinen Beiträgen, dass ich immer in der einen oder anderen Weise darüber schreibe, wie notwendig die unablässige Anbindung an das göttliche Licht in uns ist und in allem, also an die göttliche Quelle. Und dass wir ständig auch in unserem Alltag uns also immer wieder mit unserem diese göttliche Anbindung praktizieren, damit wir unsere Energie hochschwingen, hochhalten und dann auch gefeit sind vor all dem, was uns im Alltag so begegnet. Denn da sind wir stabil. Und ich habe auch darüber geschrieben, und das ist auch das ist auch meine Wahrheit, meine Erfahrung, dass wir ganz gleich, was im Außen sich noch abspielt oder in deinem Umfeld eben auch, wenn du eben, sag mal, dich vielleicht, also um dich herum ein Umfeld hast, wo überwiegend doch so Menschen wohnen, die noch im 3D-Bewusstsein sind, also rein auf die Materie ausgerichtet, aufs Außen. Und genau, und das, du merkst einfach, du gehst dann da durch, du bist in deiner eigenen Blase und bist dein eigenes Universum und ja, und dein Umfeld profitiert davon, wie gesagt. Doch, was ich ganz klar in Verbindung mit meiner Erfahrung, kleinen Moment noch, erlebt habe heute und auch die Informationen bekommen habe, jetzt im Jahr 2022 und direkt schon im Januar, fließen so verstärkte Lichtenergien von der Urzentralsonne, die Christusenergien, ein. Je offener wir dafür sind, je empfänglicher und je durchlässiger wir dafür sind, umso hilfreicher ist uns das natürlich, unsere eigenen Energien immer weiter anzuheben und dann entsprechende Ereignisse in unserem Leben zu erfahren zu dürfen, wir ja, als Schöpfer. Dadurch, dass die Energien jetzt, also wenn du mitgehst, wenn du die ganze Zeit in deinem Flow bist, in deinem Fluss bist, du deinem Herzen folgst und du auch spürst, dass du im Grunde genommen schon sehr stabil, also stabilisiert in deiner inneren göttlichen Verbindung und Anbindung mit dem höchsten Licht bist, mit deiner Seele, die du bist, dann schwingst du sehr hoch. Und wir können es ja nun nicht einfach also einfach weglassen, das Außen, also das sozusagen der Gegenspieler, der bäumt sich nochmal verzweifelt auf. Und was ich heute erleben sollte, ich möchte euch anhand dieses kleinen Beispiels sagen, wie wichtig es ist, dass wir, wenn du sehr offenherzig bist, wie wichtig die Achtsamkeit ist. Die Achtsamkeit mit, also zu sorgen für dein eigenes Energiefeld, achtsam zu sein mit deinen eigenen Energien, mit deinem Licht. Es fing damit an, dass ich heute zu meinen Nachbarn rüber bin und ich wollte ihm schauen, neues Jahr wünschen und vielleicht eine Kleinigkeit zu essen rüberbringen, weil er ist schon 96, er ist schon 90 und ja. Und was mir da aufgefallen ist, das ist nicht böse oder irgendwas, das ist einfach die Bewusstheit, ne? Oder Unbewusstheit halt, wo der andere steht. Und ich muss dazu sagen, dieser Nachbar, klar, er liest halt viel alleine, liest die Tagespresse, schaut sicher die Nachrichten und genau. Und so ist natürlich dann auch, hat sich auch dreimal spritzen lassen, ne, in seinem Alter. Und ja,
Und ich habe mich dann so offenherzig hingesetzt und habe ein bisschen berichtet und wollte ihn ein kleines bisschen teilhaben lassen, einfach ein bisschen ihn mit reinnehmen in eine angehobenere Energie, ne, in eine freudigere Energie. Und habe ja meistens gelingt das, wenn wir über die Natur erzählen und so oder genau. Und mir ist aufgefallen, dass ganz gleich, was ich gesagt habe, die andere Seite immer es genutzt hat, um es zu dimmen, um etwas Negatives draus zu machen. Ich will da gar nicht drauf eingehen, weil es ist nicht relevant, weil es ist ja meine Verantwortung, ne? Und da ist es mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Ich bin dann nur weggegangen und habe gemerkt, also das brauche ich jetzt auch nicht mehr irgendwie, ne? So oft. Ja, und dann habe ich das gesagt, habe gut sein lassen und dachte, ich werde den richtigen Umgang damit finden. Dann bin ich weitergegangen, dann bin ich über ein Lech gelaufen und wollte langsam auf dem Weg auf meinen Pilgerpfad und bin an einem Bauernhof vorbeigelaufen. Und da war wirklich offensichtlich, meistens sind da die kleinen Kälber, Pferche, ne, sind ja wirklich kleine Boxen, Pferche, wo die Kälber den ganzen Tag und die ganze Zeit über, bis sie dann weggefahren werden, hausen. Und ich bin da vorbeigelaufen und mein Blick ging rüber und ich sah, wie die Kälblein wirklich gegen das Gitter, sie wollten raus. Es war ein wunderbarer Sonntag, Sonnentag. Und wenn du dich wieder mit dem Leben identifizierst, so wie ich bin das Leben in allem. Die Seele, ja, die wir sind, das ist ja nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in diesem Körper. In diesem körperlichen Anzug, diesem wunderschönen, haben wir hier, um uns zu erfahren. Und aber einen ganz bestimmten Bewusstseinsgrad erfährt man sich immer mehr als eins mit allem Leben. Also ich erfahre mich als das Leben in jedem Baum, in jedem Tier, in jedem Menschen. Und ich habe einen neuen Umgang damit gefunden, ja. Denn früher habe ich da noch gelitten, habe geweint und heute gehe ich anders damit um. Ich schaue es an, ich lasse mein Herzlicht drüber fließen und kreiere aber dann sofort, das nennt man schöpferische Imagination, wie soll die neue Erde sein? Wie ist es in meiner Welt? Und dann kreiere ich eben wunderschöne Visionen, wie das mit den Tieren und mit den Wachen in zur Liebe erwachten Menschen so eben geschieht. Aber heute sollte es anders kommen. Ich schaute rüber zu diesen Kälbern und das macht immer so ein kleines emotionales Tor noch auf, weil es mich so, 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 so tief berührt. Und in diesem Augenblick schon etwas geöffnet, achte, kommt eine Frau mir entgegen. Sie ist geistig etwas behindert und sie hat früher neben mir gewohnt in meinem früheren Wohnort. Und sie hat irgendwie wahrscheinlich ausfindig gemacht, wo ich wohne. Ab und zu ich schicke immer mal so erbauende Gedanken, die sie auch ganz gerne liest. Aber wie gesagt, sie lebt ab und zu, nicht ab und zu, sie lebt in ihrer eigenen Welt, eine Art irgendwie eine Art Zwischenwelt. Ne? Ich weiß nicht, aber es ist sehr in der Vergangenheit halt und ganz unkontrolliert so. Und sie kam frontal auf mich zu. Jetzt habe ich dich endlich gefunden. Ach, da können wir. Und da wollte sie mit mir spazieren gehen und da wollte sie in meine Wohnung und erzählte und stellte Fragen, die mir überhaupt nicht gut getan haben. Bis ich das schnallte, was hier eigentlich abging, war es eigentlich dann schon passiert. Ne? Ich habe dann geantwortet und habe ihr dann klar gemacht, dass ich jetzt keinen Raum habe und dass ich jetzt, wie gesagt, dass ich ihr alles Liebe wünsche und ihr was Schönes schicke, aber dass ich jetzt meinen Gang hier alleine machen werde. Ja, das war auch nochmal eine Entscheidung. Ne, früher hätte ich dann vielleicht so mich mitreißen lassen. Und als ich sie dann verabschiedet hatte, habe ich diese Energie gespürt, die da wirkte. Also ich habe einen ganz klaren Energieentzug erfahren. Und es geht ja gar nicht um diesen Menschen, es geht nicht um diese Frau, die das gar nicht wirklich mitbekommt in ihrem Zustand, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Welt, sondern diese Kanäle. So habe ich es einfach empfangen, ist meine Wahrheit, musst du nicht glauben, ne? Aber ich habe es für mich so empfangen, dass wenn wir sehr hoch zu schwingen beginnen, sehr stabil in unserer Anbindung sind,
dann nutzen auch ganz bestimmte Kräfte, ja, diese Menschen als Kanäle, um Energie zu rauben. Also kurz, mir sind Energieräuber begegnet. Und das war mir dann nach meiner, ich bin inzwischen da sehr, sehr geschult und gerade in Verbindung mit Mutter Natur gelingt es mir dann sehr schnell, mein Energielevel wieder hochzufahren und wieder diesen, also mich wieder ganz in diesen Frieden zu spüren. Aber es geht ja darum, dass uns das nicht mehr passiert, dass das gar nicht mehr geschieht, dass sowas, das hat mir jetzt nicht wirklich was ausgemacht, aber es war eine Lektion. Und ich habe neulich darüber geschrieben, dass ja jeder Mensch, der uns begegnet, jede Situation, jede, ist unser Entwicklungshelfer, ist unser Wachstumshelfer. Es birgt immer etwas, es alles ist Liebe. Es geschieht alles aus Liebe. Ja, und wenn wir uns entschieden haben, uns vorgenommen haben, jetzt in der höchsten Anbindung mit dem göttlichen Licht und mit deiner göttlichen Mission hier für die neue Erde zu wirken, dann ist es durchaus möglich, dass da nochmal energetische Angriffe geschehen. Und mir war hinterher vollkommen klar, dass das genau geschehen ist. Es kam dann noch so, dass mein wunderbarer Naturgang, das habe ich sehr selten hier erlebt, aber es wurden dann auch noch diese, ihr wisst schon, am Himmel diese Bahnen gezogen. Chemtrails, ne? Habe ich es selten erlebt, es war aber heute auch noch der Fall. Wie gesagt, nicht vergessen, zwischendrin kamen immer wieder Schwäne vorbeigeflogen. Also es war schon mystisch irgendwo. Und warum ich das jetzt hier überhaupt aufspreche, ist, dass wenn du so ein offenherziger Mensch bist wie ich, ja, der seine Freude und sein Licht und sein innengefühltes Glück so gern teilt, dann bist du sehr offen und es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir rausgehen und wir sind umgeben von wirklich von Menschen, die eben noch in 3D ganz unterwegs sind, ohne Wertung, einfach weil es eben so ist, wie es ist, dass wir achtsam sind. Dass wir wirklich achtsam mit unseren Energien sind, dann kannst auch deine Aura schließen oder kannst, ist allein schon die Bewusstheit, ne? Die Bewusstheit, Achtsamkeit. Und dann allein, dass du es bewusst bist, ist der Beobachter eingeschaltet und dann beobachtest du die Vorgänge. Und ich war heute so blauäugig, wirklich sehr blauäugig und bin da reingerannt, ne? Also ich teile das gerne mit euch, weil, wie gesagt, darüber weniger gesprochen wird. Aber wenn dein Licht immer höher strahlt, dann sind wir auch sichtbar für ganz bestimmte Kräfte, ne? Wir sind Sonnen, wie die Sonnen. Und je mehr wir unsere Herzenssonne durch unser Sein und Wirken ausdehnen, ja, genau, dann kann sowas geschehen, wie ich heute erlebt habe. Nichtsdestotrotz, ist alles gut. Ich bin sehr dankbar, dass es mir geschehen ist, weil ich jetzt neue Entscheidungen treffen kann und wie gesagt, noch achtsamer mit meinen Energien umgehe. Denn es ist so wichtig. Wir werden so gebraucht und zwar in unserer vollen Kraft und unserer vollen Energie und in unserer ganzen Stabilität. Und so was dürfen wir auch nicht mehr erlauben. Ja. Ja, also das soll dich jetzt nicht erschrecken. Ja, du siehst, mir geht's gut. Und doch ist die Erfahrung sehr, es war eine, gleich Anfang Januar, gleich der erste Tag, es war eine Lektion. Ja, und in dem Sinne, jetzt haben wir 14 Minuten, wünsche ich euch, wie gesagt, ein wunderbares Hineinschwingen in dieses neue Jahr mit den größten Visionen. Indem wir wirklich, ja, auch du, also indem du wirklich das Unmögliche für möglich hältst, das Wundervollste, ich merke, es klickt schon, macht gleich Schluss, abo, das Wundervollste, dass es geschehen darf in deinem Leben, auf allen Ebenen, denn du hast es verdient und dann wird es geschehen. Und dieses Jahr wird wirklich ein ganz zauberhaftes Jahr für mich und auch für dich.
Und davon bin ich überzeugt. Und in dem Sinn, hab einen wunderbaren Tag.